Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die letzte Folge war ja noch nicht so lange. So, wir müssen hier irgendwie rein zur Hütte wieder rein schwimmen. Also doch, müssen wir doch da rein. Müssen wir nur darauf achten, dass wir von hier irgendwie die Tür da aufschießen. So. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Also immer wenn ich so Quests annehme, wenn man unter Zeitdruck ist. Ach guck mal hier, von hier. Da oben war doch die Tür, ne? Irgendwie. Müssen wir gleich von da irgendwie durchschießen. Darf ich da irgendwie hochkommen? Von Dach zu Dach? Kommen wir da hoch? Nee. Nein. Okay. Das kann man hier nochmal so lang, ne? So. Da ist die Hütte. Warte mal. Von hier aus. Da ist das Ding. Nee, wir müssen da irgendwie hochkommen. Da ist der Schatz. Da wo Tarnzapfen sind oder Zapfen, Eishaffen, da kommen wir nicht hoch. Warum ist das da? Frage ich mich. Müssen wir hier nochmal durchtauchen? Von unten? Jetzt. Nee, ich bin von hier gekommen, ne? Oder? Geh mal raus. Oh. Wo geht's hier lang? Waren wir schon? Kröms Helm, der von Mjölnir eingeschlagen wurde. Viele Jötner fanden ihr Ende durch einen Schlag von Thors Hammer. Okay. Hm. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Nee. Ah, okay. Na gut, gehen wir hier durch. Türs Haus, okay. Da ist der Schatz, oder der Schmuck. Ah, Thors Brautreif. Dieses Geschenk würde Gunnlöds Aufmerksamkeit. Die Tür unter dem Schnee, okay. So, ein Geschenk der Vergangenheit habe abgeschlossen. Jetzt schauen wir hier mal durch. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite, seht ihr? Doch, jetzt sind wir hier. Ja, ja, nicht in unserem Revier. So. Und hier ist das Ding zum Aufhauen. Ist hier noch was? Okay, so. Boah, da blendet. Hier wird der Schnee blind. So. Oh, hier sind aber viele Feinde. Schmidtchen, Schleicher. Na? Kriegen wir nicht? Ehrlich nicht? Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja. Glaube ich auch. So. Seid ihr aufheilen? Nee. Gut, sind keine Feinde. Was liegt hier? Ah, Besowski. Okay. Pfeile.
Gibt's hier noch was? Nee. Warte mal, wir holen uns mal die Quest, ne? Ein denkwürdiges Fest, genau. Das ist... okay. Flieg, Freundin. Hier oben. Okay. Ist gut, Frau. Bis uns. Wow. Ui. Bumm, Holle gefallen. Steinbruch oder was? Die hauen da auf dem Stein umher. So. Ich kill sie hier einfach alle, aber ob das richtig ist, weiß nicht. Utgard. Wir sind in Utgard. So, da ist auch noch eine. So. Meine Mutter war eine Trell. Meine Aha. Frau auch. Und unsere Kinder werden es ebenso sein. Ein Trell, das sind da hier die Sklaven, ne? So. Mal umschauen, ob hier noch irgendwie Schätze gibt. Ah, da ist auch noch eine. Ei, ei, du bist mit einem Weih oder was? Oh, da oben sind auch noch welche. So, da. Ist die Frage, müssen wir sie töten? Du gehörst mir! Lackerei und Schwielen sind unser Los. Ja. Der weiß gar nicht wohin. So. Ach, wir gehen jetzt mal hier hoch, der Schlüssel. Aha, Gott. Wozu der Schlüssel ist, noch keine Ahnung. Von der anderen Seite wieder her. Fest durch runter, Alter. Von der anderen Seite vielleicht? Von da? Drüben? Enda du an! Frisst du das Berriaste hier finast? Hoffe die Dob! Was? Hoffe die Dob? Ja. Oh, da der Gleiselektor! So, jetzt gehen wir mal rein da. Damit die Schlüssel kriegen. Tonschlüssel, neues Heim. Aha. Was liegt hier? Ja, lies das mal selber durch. Müsste Pause drücken. Ist sonst wieder so schwierig mit dem Leben, gerade heute wieder. So. Ich muss sehen, was du siehst. Da oben müssen wir hin. Wollen wir einfach mal hingehen, mal gucken, ob wir das als Feind erkannt werden oder nicht? Keine Ahnung. Oh!
Ach, wir gehen jetzt einfach mal hoch hier. Das muss ja hier irgendwo sein, ne? War doch hier. Hier, da ist er doch. Oder? Ha, oha. Der ist aber groß. Du erscheinst mir winzig, Fremdling. Ja. Klein von Gestalt, doch groß in Taten. Ich bin der, den sie Havi nennen, der erhabene Asgards. Und ich bringe ein großes Geschenk. Dein Name ist mir bekannt, doch was sollte der mächtige Sotung wollen, was ein kleines Ding wie du anbieten kann? Den Kessel, der von Hymirs Söhnen gestohlen wurde. Lass diese Gabe der Anfang vom Ende unserer Feindseligkeiten sein. So ein kleines Ding, doch so viel tiefer, als es scheint. Das Äußere kann täuschen, meinst du nicht? Ein wahres Wort, Havi. Unsere Völker mögen Feinde sein, doch du hast dir meine Gastfreundschaft verdient. Gut. Trell, ein Gast ist erschienen. Bereitet ein Festmahl vor. Ich hoffe auch, deine Tochter Gunnlöd zu treffen. Man hört viel über ihre Zauberkünste. Sie wird mit ihrer Arbeit beschäftigt sein. Mhm. Wie immer. Ja. Doch sei gewarnt, sie scheut die Gesellschaft anderer. Ich könnte sie zum Fest holen, wenn du magst. Auf dem Weg könnten wir uns über Zauberei unterhalten. Das würde mir gefallen. Du findest sie in ihrer Grotte, den Pfad entlang im Steinkreis. Doch in Acht, in meiner Nähe bist du sicher, doch in Utgard bist du auf dich allein gestellt. Ich werde nicht auffallen. Und Havi, sei freundlich. Gunnlöd ist anders als du oder ich. Okay. So. Jetzt müssen wir Gunnlöd finden und mit ihr sprechen. Ihre Grotte befindet sich im Steinkreis. Steinkreis, okay. Aber wir haben ja geschenkt. Vielleicht beruhigt sie sich ja. Durchs Dorf eilen hier. Da ist der Große, da läuft der. Da oben. Oh, der ist aber groß. Meine Herren. Ich hoffe, wir müssen nicht mit ihr kämpfen und mit ihm kämpfen. Achso, wie er Vogel. Ja, los, Sehnen. Im Steinkreis, so. Können wir hier runterspringen oder was weiter? Ach, hier. Alles gut, Jungs, alles gut. Ich töte sie einfach mal. Wer weiß, wozu das gut ist oder auch nicht. So. Die werden ja eh angegriffen, ne, wenn wir hier rumlaufen. Hier ist der Steinkreis. Kein Eingang zu ihrer Grotte. Noch so ein Trugbild. Genau. Folge die Lichtern hier, ne? Irgendwie war das nicht so. Oder müssen wir auf irgendeinen draufstehen? So, wir haben ja hier diese gelben Dinger da, die umherfliegen. Die Truglichter oder wie auch immer. Ah, da ist eine Maske oder was? Der Eingang wurde enthüllt. Ah, okay. Na, da gehen wir doch mal rein. Oh ja. Wieder sehr dunkel hier. Gunnlöd, oder wie du heißt, wo bist du? Eintrag 72, Gunnlöds Aufzeichnung. Ich habe eine Stimme gehört. Nein, eine Antwort. Ich rief und er antwortete. Aber ich darf nichts überstößen. Der Augenblick war so flüchtig. Es ist gut möglich, dass er nicht mehr als das Gespinst eines ermüdeten Geistes war.
Diese Möglichkeit muss ich aufschließen. Die Prozedur wiederholen, prüfen, prüfen, prüfen. Aber was wenn? Ja, was wenn? Ja, keine Ahnung. Was ist hier? Aha, aus. Wir schnüffeln in ihrem Tagebuch umher. Ich habe Kala und Find wieder fortgeschickt. Welche hartnäckige Dummköpfe sie doch sind. Von Logik und Verstand völlig unbeleckt. Je mehr ich sie abweise, desto mehr bemühen sie sich, als würde ich einen von ihnen mich begrapschen lassen. Wie sie es ersehne. Die reine Vorstellung ist nicht nur abstoßend, sondern auch langweilig. Ich habe Wichtigeres zu tun, als zu heiraten. Ja, er möchte schon so eine Blaulinge da betatschen. So in der Höhle gehen wir mal runter, ne? Okay. Da lang. Was ist hier noch? Hat ja wohl nichts dagegen, weil wir noch ein bisschen schnüffeln, oder? So. Der Sidre ist stark, also der Geist. Oder ist das der Hoga? Nee, der Sidre ist der Geist, ne? Die Fäden halten, doch wer ist am anderen Ende? Es ist gleich irgendjemand. Wenn der Untergrund nicht vermieden werden kann, hinterlasse ich Hoffnung, wie ein Eichhörnchen. Nüsse vergräbt und auf Tauwetter hofft. Jemand wird meine Worte hören, jemand wird es. Ich muss daran glauben. Ja, ach, da noch was. 37. Man sagt, die Anornier hätten alles gesponnen, was es zu spinnen gibt. Dass unser Schicksal wie die Muster eines Wandteppichs fest verwebt sind. Doch wenn es die Feen bereits gibt, ist es nicht möglich, ihnen zu folgen. Wenn ich einen 10, 1000, 1 Million von ihnen verfolge, sicherlich finde ich dann einen, der nicht in Ragnarök endet. Durch solch ein Fahren werde ich die Welt jenseits des Nix berühren. Durch solch ein Fahren werde ich jene, die danach kommen, zu dem führen, was bald schon verloren sein wird. Aha. Sie versucht auch ihren Schicksal zu entgehen, oder was? Na gut, komm. Hallo, du da. Gunlet, was ist das für ein Ort? Vor langer Zeit erschufen wir hier mächtige Magie. Wir wollten alle Zukünfte sehen, doch jeder Weg führte zu Ragnarök. Vater kommt nicht mehr hierher. Er sieht keinen Nutzen darin. Doch ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Du kommst aus Asgard. Das stimmt. Ich habe Bilder aus der Zukunft gesehen und die Stimmen jener gehört, die nach uns kommen. Stimmen von dort drin? Ja, ich schicke ihnen Worte. Kleine Bündel voller Möglichkeiten für unbekannte Ohren in fernen Zeitaltern. Ja, was sagen sie? Was sagen diese zukünftigen Stimmen? Sie suchen die Weisheit der Vergangenheit. Sie sprechen von dem, was kommt. Doch auch sie können den Lauf von Ragnarök nicht ändern. Es gibt ein Festmahl zu meinen Ehren. Dein Vater schickt mich, dich zu holen. Nein, noch nicht. Horch! Ich will, dass du die Stimmen hörst. Okay, den hören wir mal. Bist du da, Prophet? Kannst du mich hören? Ich höre nichts. Vielleicht ein andermal. Ein anderer Faden. Komm, wir dürfen Vater nicht warten lassen. So, wozu haben wir jetzt den Reif geholt? Das Geschenk? Ah, was passiert hier? Was passiert hier? Wer seid ihr? Oh. Hallo? Der hat gerade mit uns geredet. Das glaubst du nicht weg. So. Winters Messer schneidet tief und Himmelsperlen fallen dicht in diesen Landen. Es ist kalt hier. Wieso überrascht dich das? Ich war nicht mehr draußen seit... Soll ich mich einfacher ausdrücken, damit du verstehst? Komm zurück, ich bin noch nicht fertig. Ja, wir kommen gleich. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Zeit erreicht. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschalten. Wenn ihr
wissen wollt, wie es weitergeht, lasst einen Daumen nach oben da und schaltet wieder zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund, euer Terra. Ciao.